So Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Video. Und zwar bauen wir heute ein Portfolio im Wert von 10.000 Dollar auf. Ich werde euch also einige Coins nennen, für die ich eben eine rosige Zukunft sehe. Und die werden wir dann eben Schritt für Schritt in dieses Portfolio einpflegen. Und wie immer gilt natürlich, dass ich kein Finanzberater bin. Macht also immer eure eigene Recherche. Ich teile hier also lediglich meine eigene Meinung und wie ich es eben machen würde. Und hafte für keine entstandenen Gewinne oder Verluste. Ich muss es eben immer wieder dazu sagen. Also macht, wie gesagt, immer eure eigene Recherche und kauft nicht irgendwem irgendwelche Sachen blind nach. Ich habe dieses Portfolio heute eben in drei Kategorien eingeteilt. Einmal den Low-Risk-Tokens, den Medium-Risk-Tokens und den High-Risk-Tokens. Wie immer sind das natürlich trotzdem keine Shitcoins und deswegen dieses High-Risk eben so ein bisschen in Anführungszeichen. Und was hier eben besonders wichtig ist, ist eben, dass die Allokation, sprich der Anteil an den weniger riskanteren Tokens, sollte eben größer sein im Portfolio als der an riskanteren Coins und ich denke aber, dass eigentlich logisch. Dazu kommt eben noch, dass vor allem die Coins im Medium- und High-Risk-Segment eben natürlich austauschbar sind, denn ich meine, wir haben 20.000 Tokens auf dem Markt und da gibt es dann natürlich mehr als die 7, die ich euch vorstellen werde. Wir gehen hier aber eben nach meiner eigenen Meinung und was ich so als sinnvoll und interessant erachte und irgendwann muss man sich halt eben entscheiden, sage ich mal. Außerdem bin ich eben auch kein Fan davon, irgendwie 100 Coins im Portfolio zu haben, auch wenn die Verlockung groß ist, auf jeden Hype-Train aufzusteigen und ich sag mal, jede Rakete mitzunehmen. Das führt meiner Meinung nach aber zu nichts und man sollte sich eben bestimmte Projekte auswählen, hinter denen man wirklich steht und in denen man Vertrauen hat, denn dann sind auch mal Minusprozente gar nicht so schwer aushaltbar, weil man im besten Fall eine Fundamentalanalyse davor durchgeführt hat und man weiß, was man vom Projekt hat und das an sich ändert sich ja nicht, egal was der Preis zurzeit sagt. Kleines Beispiel hierzu, egal wie oft der Bitcoin gepumpt oder gedumpt wird, er bleibt ein Inflationsschutz. Wenn man sich das eben klar macht, dann kann man da auch ruhiger schlafen und vor allem, wenn man das langfristig sieht, dann braucht man sich da eigentlich weniger Sorgen zu machen. Aber jedem gepumpten Coin hinterher zu trauern, vor allem eben jetzt bei Low Cap bzw. High Risk Tokens, ist einfach Schwachsinn. Hier geht es eben um die Zukunft und was im Kryptomarkt vergangen ist, ist vergangen. Außerdem ist es dann meistens eh zu spät, wenn die Rakete gezündet ist und dann wird es eben mit jedem Prozent nach oben einfach riskanter. Aber das zu dem Thema, kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt des Videos. Also Freunde, dadurch, dass wir weniger Coins an der Zahl haben, können wir natürlich das Volumen in die jeweiligen Coins großzügiger verteilen und das machen wir jetzt auch. Alle Tokens, die ich hier vorstelle, wurden nach fundamentaler Analyse ausgewählt, sprich das sind gute Projekte mit guten Ideen. Natürlich gilt, wichtiger als Idee ist eben auch die Umsetzung und dafür ist eben das Team wichtig, also auch viel Research darum und ob sie überhaupt die Möglichkeiten, den Zuspruch und das nötige Geld haben, um dieses Projekt ordentlich umzusetzen und die Entwicklung voranzutreiben über eben die nächsten Jahre. Es gibt in dieser Folge keine oder nur wenige Prognosen, denn wir gehen von einem Langzeitinvestment aus und ich habe noch was in Richtung Top 3 Kryptos weiterhin vor, die zum Beispiel im Bärenmarkt eingekauft werden oder so ähnlich und da gehen wir dann näher auf sowas ein, vielleicht auch ein bisschen technische Analyse, aber auch generell kurzzeitigere Prognosen und sowas, das möchte ich eben dann in diese Videos verschieben. So, die erste Sparte, also die Low-Risk-Tokens, nehmen hier schon 50% des gesamten Kapitals ein, also ganze 5.000 Dollar. Ich habe das hier alles etwas konservativer gestaltet, weil wir eben von einem Langzeitinvestment ausgehen, würden wir hier Richtung Trading gehen, beziehungsweise in Richtung des Tops verkaufen, Umverlegen der Gewinne, dann sehe das etwas anders aus, aber heute eben mal etwas konservativer und wirklich ein komplettes HODL-Portfolio. Alle diese gezeigten Werte werde ich euch in Prozenten angeben und dann kann man das ja immer selber auf sein Portfolio übertragen. Wenn man 100.000 Dollar zur Verfügung hat, sind es eben nicht 5.000 Dollar, sondern 50.000 und bei 1.000 Dollar wären dann 50% eben 500 Dollar. Also der erste Coin ist eben der Bitcoin, der Vater aller Coins mit einer Allokation von 25%. Warum Bitcoin? Ich glaube, dazu muss ich eigentlich nicht viel sagen. Ihr könnt euch gerne meine Bitcoin-Reihe ansehen, die werde ich euch auch oben verlinken. Da gehen wir wirklich detailliert auf den Bitcoin ein und hier kurz gesagt eben, Bitcoin ist die einzige echte, dezentrale, vertrauenslose, sichere und zensurfreie Innovation. Er ist eben unersetzbar, egal was da geredet wird von, ja, das ist der neue Bitcoin und das ist der neue Bitcoin. Das ist für mich alles Gelaber, denn Bitcoin ist und bleibt der Chef im Kryptomarkt. Und so schnell kommen wir dann auch zur nächsten Kryptowährung, denn hier handelt es sich um Ethereum. Und auch hier gehen wir mit 25% rein, denn im Grunde genommen hat ETH eben DeFi groß gemacht. Es hat auch seine Probleme, wie zum Beispiel sehr hohe Gasgebühren, aber es ist einfach am adaptiertesten, am längsten am Markt und ja, es gibt Solana und wie sie alle heißen, aber hier ist es eben
eben wie mit dem Bitcoin. Ethereum hat einfach Prestige-Status und wird so schnell nicht aus dem Markt gedrängt. Und es ist ja nicht so, dass auch bei ETH nicht an Verbesserungen gearbeitet wird. Meiner Meinung nach ist der Markt sowieso so groß, dass es auch auf längere Zeit nicht zwangsläufig so sein muss, dass Ethereum da als alleiniger Sieger steht, sondern auch mit anderen Layer 1 und Layer 2 Solutions in Koexistenz existieren kann. Wichtig ist einfach, dass es eben das meiste Durchhaltevermögen hat und demnach sehe ich da auch noch viel Potenzial. So kommen wir dann zu den Medium Risk Tokens. Es sind tatsächlich wieder zwei an der Zahl mit insgesamt 30% Allokation und zwar starten wir mit VeChain und der VET-Token dient zur Verbesserung der Prozesse im Supply Chain Management. Es nutzt manipulationssichere Distributed Ledger Technologie, um die Authentizität und Qualität der von den Plattformbenutzern gekauften Produkte zu ermitteln. Die Bewegung jedes einzelnen Produkts kann eben auch live verfolgt werden und das wird ja auch heute schon von großen Unternehmen genutzt. Ich kann mal ein Bild einblenden von VeChains Partnerschaften, denn hier sind unter anderem BMW, Louis Vuitton, Walmart und viele mehr. Und BMW zum Beispiel nutzt VeChain, um Kilometerstandsbetrug zu verhindern, Louis Vuitton eben um Waren zu verfolgen, gerade jetzt in Bezug auf Fakes eben. Und wir sind eben eine sehr globalisierte Welt und der Use Case ist einfach massiv. Die Partnerschaft mit China ist von großem Vorteil, denn wir sehen das aggressive Vorgehen seitens China gegen Krypto, aber eben nicht gegen VeChain, weil sie eben zusammenarbeiten und auch das macht es eben vor allem im asiatischen Markt sehr sicher. Ich sehe auf jeden Fall eine rosige Zukunft für VeChain und die Marktkapitalisierung liegt momentan auch erst bei 8 Milliarden US-Dollar und ist ausgegangen vom Use Case und den Partnern, die sie eben jetzt schon haben, einfach massiv unterbewertet meiner Meinung nach und deswegen denke ich, dass wir mit VeChain auf lange Zeit eigentlich nichts falsch machen können. So der zweite Coin mit weiteren 1500 US-Dollar, also 50% ist Solana. Vorhin schon angesprochen, geht es jetzt mehr ins Detail. Im Grunde genommen ist Solana neben Ethereum die beste Smart Contract Plattform. Es ist nämlich unfassbar schnell und fast genauso dezentral wie Ethereum und hat vor allem in den letzten Monaten einfach nur abgeliefert. Es ist sehr viel Geld in dieses Projekt geflossen durch eben zum Beispiel Venture Capital Firmen und das Team an sich liefert eben unglaubliche Ergebnisse. Solana an sich ist ein Proof of Stake Token, der einfach nur umsetzt, was er verspricht, denn groß rumreden kann eben jeder, aber am Ende zählen die Projekte und was davon umgesetzt wird. Wir befinden uns jetzt schon im High-Risk-Bereich, trotzdem muss ich sagen, dass ich auch hier, wie schon vorhin angesprochen, keine absoluten Shitcoins ausgewählt habe, wo es heißt alles oder nichts, sondern auch hier haben wir wirklich Top-Projekte und Visionen, die auch in der Fundamentalanalyse nichts an Qualität zu wünschen übrig gelassen haben. Und es geht hier eben auch einfach so ein bisschen um die Marktkapitalisierung, die zumindest bei den beiden letzteren eben noch sehr low ist. Und sollten sie sich eben an das Wirtschaftsgeschehen adaptieren, beziehungsweise eher andersrum, also sollten sie adaptiert werden und großzügig genutzt werden, dann erwartet uns eben besonders hier eine rosige Zukunft, vor allem eben auf die Rendite bezogen. Beginnen wir doch einfach mal mit dem Crow-Token. Auch hier brauche ich eigentlich nicht viel dazu zu sagen, denn der Crow-Token war in einem meiner letzten Top 3 Videos. Meiner Meinung nach ist Crypto.com einfach die stärkste Börse. Ich nutze sie seit Beginn an, also es war wirklich die erste Börse, die ich verwendet habe. Und schauen wir uns das aggressive Marketing mal an, das sie betreiben und die brutale Arbeit, die sie machen. Man hört wirklich nichts Schlechtes über sie und das ist eben sehr wichtig, da man eben viel Vertrauen in so eine Börse haben muss. Und sie führen ihre Rolle als Börse einfach gut aus. Ich bin mir sicher, dass Crypto.com schon bald einer der, wenn nicht sogar die größte Börse wird. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, gerne das Video dazu abchecken. Da wird nochmal im Detail auf den Crow-Token eingegangen. In Crow fließen also weitere 1000 Dollar rein, sprich 10%. Kommen wir also zu Harmony One. One ist eine dezentrale Blockchain-Plattform, die als Brücke zwischen Skalierbarkeit und Dezentralisierungsbestrebungen konzipiert wurde. Harmony will die strukturellen Beschränkungen beseitigen, die verhindern, dass Kryptowährungen zu echten digitalen Geld werden. Auch auf den One-Token bin ich eben im letzten Video schon näher eingegangen. Trotzdem gilt hier, ich sehe viel Potenzial in One und ein sehr starkes Projekt mit einem sehr visionären Team und die Marktkapitalisierung liegt eben hier auch bei nur 3 Milliarden US-Dollar, also eben noch viel Luft nach oben. Der letzte Token, den ich euch vorstellen will, den habe ich tatsächlich noch gar nicht erwähnt und ich habe mich auch erst vor geraumer Zeit damit auseinandergesetzt, denn es geht hier um Alchemy Pay, also dem ACH-Token. Das Projekt wird als führender Anbieter der Blockchain-Technologie, wenn es um Zahlungsverarbeitung geht, bezeichnet und wird meiner Meinung nach momentan komplett unterschätzt. Finanztechnologieunternehmen setzen auf eine Zukunft, die auf Blockchain und grenzüberschreitende Transaktionen basiert, während der Sektor der digitalen Währung weiter wächst. Eine Schätzung des Weltwirtschaftsforums geht davon aus, dass bis 2025 10% des globalen BIP auf die Blockchain-Technologie entfallen werden. Bei all diesem Wachstum heben sich einige Hauptakteure von der Masse ab, indem sie innovative Lösungen anbieten und die Branche vorantreiben. Und dazu gehört eben auch Alchemy Pay. Es versucht
versucht die Lücke zwischen denjenigen zu schließen, die Zahlungen senden und empfangen. ACH ist ein Anbieter von Fiat- und Kryptowährungskanallösungen, der dabei hilft, die Probleme zu lindern, indem er eben diese Akzeptanz beider Händler für diese Währung nahtlos macht. Das Unternehmen Alchemy Pay hat bereits Partnerschaften mit Branchenführern wie Binance, Shopify, Arcadia und anderen geschlossen und unterstützt mehr als 60 Länder mit über 300 Zahlungskanälen. Das Unternehmen hat eine virtuelle Kryptokarte eingeführt, die von Visa unterstützt und von berühmten NFT-Künstlern aus der ganzen Welt gestaltet wird. Ich sehe also auch hier mit einer Marktkapitalisierung von gerade mal 300 Millionen ein sehr unterschätztes Projekt und denke, dass wir in den kommenden Jahren noch viel von ihnen erwarten können. Übrigens solltet ihr euch fragen, wo man diese ganzen Coins kaufen kann, ich euch immer nur empfehlen, das gilt auch für alle anderen Coins. Geht gerne auf CoinMarketCap, dort erhaltet ihr eben immer so einen groben Überblick über die Coins und wenn ihr weiter runter scrollt, dann eben auch auf welchen Börsen sie gehandelt werden. In Summe haben wir hier also 7 Coins und meiner Meinung nach ist so ein HODL-Portfolio auf jeden Fall von Vorteil, vor allem wenn es um die Absicherung in Zukunft geht, dass man sich also einfach eine solide Grundbasis aufbaut und in diese auch gerne Gewinne aus vielleicht trading-lastigeren Portfolios reinfließen lässt. Je nach Volumen könnte natürlich auch von 10 bis 12 Tokens ausgehen, aber ich finde mehr sind für ein HODL-Portfolio eigentlich nicht notwendig, denn irgendwann muss man sich halt einfach auf bestimmte Projekte festlegen und interessant finde ich halt hierbei, wenn man Großteile von Trading gewinnen. Es müssen ja nicht zwangsweise Daily Trades sein, es können ja auch welche über längeren Zeitraum sein, dass man dort eben einen Großteil in das Long-Term-Hodl-Portfolio verlagert und mit dem Rest der Gewinne sich natürlich auch mal was gönnt, denn auch das gehört dazu und fördert die Motivation. Man muss ja schließlich auch in sich selber investieren. Natürlich macht es auch Sinn, in sein Humankapital zu investieren und immer weiter Wissen zu akkumulieren. Trotzdem macht es auch Spaß, sich mal was zu gönnen, aber wie gesagt, jeder muss eben für sich selber wissen, was er mit seinem Vermögen anstellt und an der Stelle eben auch wieder der Disclaimer, ich bin kein Finanzberater. Also macht immer eure eigene Recherche und seid euch bewusst, dass alle eure Aktionen auf eure eigene Meinung beruhen. Wie immer am Ende hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, einen Mehrwert geboten hat und dass ihr vielleicht mal eine grobe Idee bekommen habt, wie man das so aufteilen kann, was für mich einfach interessante Projekte sind, vor allem eben für die Zukunft. Ansonsten lasst mir mal gerne ein Abo da, lasst ein Like da, empfehlt das Video gerne weiter. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal und ciao.